harter Männer-Talk. Und dann aber nachher im Bett auch viel gekuschelt und so. Aber jetzt dürfen wir ran. Liebe Eiländer, wir haben die Zuschauer gefragt, was sie von euch schon immer einmal wissen wollen. Und jemand muss wieder gehen. Welches Couple hat für euch das geringste Potenzial und muss heute die Liebesinsel verlassen? Alter, also noch viel mehr gibt es in der 13. Folge von Love Island. Hey Leute, die letzte Woche startet jetzt richtig. Die Islander müssen sich mal ranhalten, so richtig im Love zu sein, damit sie die ganze Scheiße auch gewinnen können. Allerdings ist bei denen jetzt auch erstmal nicht so wirklich Sonnenschein. Mann, wo ist die Sonne? Und Sonne nur so, ich bin doch hier. Kannst du einen Sonnentanz machen oder so? Einen Sonnentanz? Mhm. Nein. Ah, sie möchte die Sonne haben. Oh mein Gott, nicht richtig zugehört. Aber Adriano, warum kannst du jetzt keinen Sonnentanz machen? Kein Wunder, dass ich sehe, die dich nicht möchte. Allerdings kann Adriano anders die Frauen beeindrucken, weil er meint so, ich kann dein Herz höher schlagen lassen. Okay, hier ist der. Okay. Schokolade. Sonne. Er fühlt ihren Puls und sagt einfach irgendwelche Wörter. Adriano ist einfach der Flirtgott, wirklich, wirklich da draußen. Also wenn da nicht irgendeine Frau mal schwach wird, weiß ich auch nicht. Der Adriano geht ran. Also bei Marc und mir, ich würde mir schon auch wünschen, dass noch was von ihm kommt. Weil Cindy möchte halt eher den Marc haben, was super traurig ist, weil Adriano gibt sich richtig, richtig Mühe, aber Marc hat einfach gewonnen. Mann. Jetzt nicht so sexy. Aber der Wunsch ist doch ein bisschen seltsam, weil Marc hat sich bei Vanessa doch damals richtig reingehangen und jetzt bei Cindy so gar nicht. Marc, was ist denn da los? Mach doch mal was. Ich sag dir ehrlich, dein Outfit beim Einzug, das war wirklich Skala 1 bis 10, 9,5. Oh Marc, jetzt hast du aber mal wirklich ausgeteilt. Das sind ja die Komplimente, die eine Frau hören will. Eine 9,5 von 10. Wow, wirklich schön. Da wird Cindy natürlich jetzt erstmal ganz schwach ums Herz und kurz darauf kommen dann Jendrik und Ina aus der Private Suite zurück. Die beiden sind ja komplett ungeküsst. Allerdings, naja, gehen sie mit der Situation noch mal ein bisschen anders um. Und dann aber nachher im Bett auch viel gekuschelt und so, aber so ist es nicht, weil sie noch nicht so weit ist. Sie ist sehr langsam, ne? Ja, Ina ist schon voll die Langsame, ne? Ja. Weißt du, wenn du einen Typen nach 3 Tagen nicht geküsst hast, giltst du schon als super langsam. Ich meine, es gibt diese, oh mein Gott, das erste Date war perfekt, lass mal rumknutschen, Menschen. Auch manchmal voll dabei. Allerdings, es ist selbst nicht lange, wenn du ein paar Tage wartest. Ich glaube, die können doch wirklich vielleicht eine lange, sehr gute Unterhaltung geführt haben. Wer allerdings ja auch manchmal ein bisschen zu langsam ist oder auch ein bisschen zu unengagiert, das ist ja irgendwie der Leon und deswegen muss Leonie da auch mal ran. Soll ich dir das abnehmen? Stell das mal bitte auch ins Wohnzimmer. Leon, wir beide haben nämlich jetzt ein kleines Kuchendate und der sitzt auch nur so. Ja gut, dass Adriano das schleppt, dann muss ich das nicht machen. Richtig romantisch. Leonie tut dann so, als ob ihre Mutter zum Kuchenessen eingeladen hat und die beiden ziehen sich dann ins Wohnzimmer zurück und essen Kuchen, ohne dass die Mutter dabei ist. Aber sie tun so, als wäre sie dabei. Es war super weird. Ja, Schwiegermutti, dann vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und freue mich natürlich jetzt schon auch auf nächsten Sonntag. Das ist voll süß von dir. Eigentlich ist egal, was du tust. Ich finde alles süß. Weil es war jetzt kein Brüller, wirklich. Wer allerdings ein Brüller ist und in den letzten Folgen einfach kaum Attention bekommen hat, sind ja Jenny und Nico, weil Jenny ist immer noch krank und Nico gibt sich richtig Mühe. Er cremt sie jetzt sogar ein. Ich mach, da musst du dir durch die Hände wischen. Und die Haare weg. Wer hätte das gedacht? Ein liebevoller Pfleger. Er reibt ihr irgendeine Erkältungssalbe auf die Brust und guckt dabei nicht irgendwie wie so ein weirder Geier, sondern macht das richtig fürsorglich. Richtig, richtig, richtig süß. Ich bin zwar ein bisschen enttäuscht, dass er das Katzentanzlied jetzt nicht gesungen hat, aber man kann ja nicht alles haben, ne? Und mit der geballten Macht der Liebe wird dann auch kurz darauf Jennifer wieder gesund. You are so beautiful to me. Oh, voll sweet. Dass in der Folge allerdings irgendwie nicht so viel passiert ist, dann auch recht schnell klar geworden, weil irgendwie unterhalten sich die Kandidaten nur über so ein paar kleine Sachen und es war, ich fand es irgendwie, war ein bisschen langweilig. Ich meine, wer will sich solche Gespräche zum Beispiel angucken? Was reizt dich sexuell? Alles. Ja, was ein Burner. Dann gucken wir uns doch lieber unsere lieben beiden Lester-Schwestern Ina und Leonie an, weil die haben ein bisschen Gossip mitzuteilen, weil da irgendein Problem war mit der Sitzgelegenheit und wer so wie zusammensaß und Ina muss dann mal alles erzählen. Dann kam das genau ins Herz. Und dann bin ich hochgegangen, meinte ich ziemlich um und dann Adriano aufgestanden und saß die letzte Zeit. Die saßen da zu viert und dann ist Ina einfach weggegangen, Adriano auch, und dann saßen da Jendrik und Cindy zusammen. Oh mein Gott, die flirten sich ja.
wo ist das Problem, wenn du weggehst, Girl? Also, hä? Was hätte er tun sollen, wenn du sagst, du gehst dich umziehen? Warte, ich komm mit. Da denke ich mir wiederum, oh Gott sei Dank habe ich ihm beim Kuss einen Kopf gegeben. Weil er sitzen geblieben ist und nicht sofort aufgesprungen ist, als er mit Cindy alleine war? Ist ein guter Grund, ja doch. Er ist auf jeden Fall sehr erwachsen, hätte ich nicht gedacht. Würde von allen, die hier drin sind und er sehr froh ist, wie es gelaufen ist für ihn und er mich so toll findet, er hat das ausgesprochen. Guck mal bitte, was gerade passiert. Und trotzdem hat sie weirde Zweifel, weil der einfach neben Cindy sitzt. Kurz darauf hat sich aber allerdings Botsch dann zu Cindy hingesetzt und Hendrik ist einfach weggegangen und die beiden so, er hat doch alles richtig gemacht. Sie waren richtig stolz und man konnte auch glücklich sein. Das Watch allerdings auch nicht lange bei Cindy geblieben ist, war dann auch schnell klar und er hat sich dann jemand anders gekrallt. Ich muss sagen, ich konnte dich nicht einschätzen, dann habe ich dich falsch eingeschätzt und jetzt hast du mich überrascht. Oh mein Gott. Ja, okay, das ist gut. Oh, Botsch und Sandrine, wie süß. Immerhin muss sie auch nicht so viele neue Buchstaben lernen. Richtig praktisch. Gut, Leute, die langweiligen Talks sind jetzt aber erstmal vorbei. Wir wollen ja ein bisschen spannende Spiele sehen. Und diesmal das Spiel, das könnte ganz interessant werden. Dieser Thron bringt Schmerzen. Wir spielen Wahrheit oder Lüge. Liebe Eiländer, kommt rein. Das hört sich doch schon mal gut an und sieht auch schon mal gut aus. Und wir wollen doch alle, dass die Wahrheit hier rauskommt, auch wenn sie selten rauskommt. Aber wir wollen, dass sie rauskommt. Liebe Eiländer, wir haben die Zuschauer gefragt, was sie von euch schon immer einmal wissen wollen. Und das werden die richtig knallharten Fragen sein. Nicht solche Fragen wie, was ist deine Lieblingsfarbe, sondern die knallharten Fragen. Ein Pulsmessgerät kann den entscheidenden Hinweis für eine Lüge oder Wahrheit geben. Ein Pulsmessgerät. Mir fällt auf, ich denke, jedes Mal, wenn ich an sowas angeschlossen werden würde, würde, glaube ich, mein Puls einfach nur hochschwellen, weil ich so nervös bin, dass jemand meinen Puls beobachtet. Irgendwie sowas. Leon will allerdings auch schon der Erstbefragte sein und er ist bereit und ich denke, wir sind auch bereit, ne? Viele denken, komm mal das, du es nicht ernst meinst mit Leonie, aber was sagst du dazu? Leonie voll geschockt. So was denken die Zuschauer? Und die Zuschauer so, ja, berechtigte Frage. Aber ich kann sagen, ich meine es definitiv ernst. Leonie ist mir mega wichtig geworden. Ich hänge sehr an ihr und ich freue mich einfach über jeden Tag, den ich hier mit ihr habe. Richtig cute Antwort. Und natürlich haben alle gedacht, oh mein Gott, er sagt locker die Wahrheit. Das bedeutet richtig, richtig gut. Und dann darf er nur Strahl noch ran. Fühlst du dich wirklich sicher mit Mehdi? Findest du nicht, dass er dich nur fürs Bett benutzt? Oh mein Gott, ja, glaubst du, dass der Mehdi einfach nur so ein Stecher ist? Man weiß es nicht. Aber Anushka vertraut ihm da vollkommen. Zum Glück. Klar, wir haben ziemlich schnell sind wir uns näher gekommen, aber niemals würde ich sagen, dass er mich jetzt ins Bett kriegen möchte. Niemals würde er das wollen. Niemals. Was auch eine seltsame Aussage ist, wenn du jemand sagst, nee, der würde mich doch niemals flachlegen wollen derzeit. Nee. Ich meine, vielleicht hat er doch einfach Bock, einfach weil er dich anziehend findet. Was redest du da? Witzigerweise bekommt Mehdi allerdings dann die gleiche Frage, aber auf sich gemünzt, ob er halt Anushka nur ins Bett kriegen will. Und seine Antwort? Na, ich glaube sie nicht so ganz. Und attraktiv finden und da auch eine gewisse Spannung da ist und Feuer da ist, wie es auch sein sollte. Weil ich finde es ganz wichtig, dass ich jemanden kennenlerne, die Person sexy findet, den Charakter mag und die Person hübsch ist und mein Typ ist. Der Ruhepuls war übrigens bei 90. Dann kam die Frage. Er hat sich ein bisschen in Rage geredet, ne? Also wenn wir jetzt nur auf den Puls achten, würde ich mir auch schon denken, ist da jemand nervös geworden? Ich denke schon. Die beste Frage, finde ich, oder die zweitbeste Frage von allen Fragen, die kommen, ging allerdings an Nico. Hast du schon drüber nachgedacht, dass du aus Unsicherheit, Schrägstrich, Verlust, Angst, eifersüchtig bist und das nichts mit deiner Partnerin zu tun hat? Die Zuschauer sind einfach richtig knallhart und wollen einfach die Wahrheit wissen. Ja, und Nico haut die Wahrheit raus. Ich bin nicht eifersüchtig, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also keine Frau wird mehr Freiheiten haben bei einem Mann als mir. Ja, ich glaube auch. Bis wir die beiden dann in so einer Sendung dann irgendwann wieder sehen, ne? Bye, bye, Kalbas. Willst du Jendrik küssen oder von ihm geküsst werden? Jendrik und ich, wir hatten das Thema bereits. Ich habe gesagt, wenn ich soweit bin, küsse ich ihn selber. Was auch bedeutet, dass Jendrik es nicht mal mehr richtig versuchen darf, weil Ina ist einfach nicht bereit. Und jetzt, Leute, Trommelwirbel bitte, die knallharte Frage an Jendrik. Die Fragen aller Fragen. Hast du deine Ex-Freundin nur für die Show verlassen? Yes, habe ich bei Instagram schon gesehen, dass da irgendwelche Leute knallhart nachgefragt haben, weil irgendeine Ex-Freundin auf TikTok da was erzählt hat. Und dann, ja, Jendrik, kommt ein Schwitzen. Der Puls steigt. Das Thema ist ein heißes Eisen. Gute Frage, aber meine Ex-Freundin habe ich nicht für die Show verlassen. Sondern, naja, es hat schon vorher bei uns nicht geklappt. Wirklich? Na gut, Fragerunde dann vorbei und Ina so, irgendwas stört mich an dieser Antwort. Ich grab mir mal den Jendrik und frag dann nochmal nach.
Oder ist da eventuell doch irgendeine Wahrheit mit bei? Ja, ist schon. Ja, es ist da schon irgendwas dran. Allerdings ist das anders, als du denkst. Und er erzählt dann so, ja, es hat einfach nicht gepasst. Wir haben uns getrennt. Dann haben die mich bei Love Island gefragt und ich bin dann hin. Es ist, glaube ich, ein bisschen unglücklich. Allerdings gut, lassen wir es erstmal so stehen, weil kurz darauf kommen schon die nächsten Schocknachrichten. Nachricht! Ich habe eine Nachricht! Ich habe eine Nachricht! Ja, Vanuschka konnte es auch gar nicht fassen, ne? Und was passiert jetzt schon wieder? Heute Abend findet eine Paarungszeremonie statt. Hä, aber das ergibt doch jetzt schon wieder gar keinen Sinn. Das sind doch schon wieder 7 Männer, 7 Frauen da. Das bedeutet, es fliegt niemand bei den Paarungszeremonien raus. Das ist immer so unnötig. Ich will die Spannung, dass jemand übrig bleibt und nicht gewählt wurde, einfach nur so ist. Ah, Mann. Das will ich. Gut, Leute, 4 der Paare sind ja eigentlich mal absolut safe. Deswegen ist es gar nicht so spannend, uns jetzt alle zu gucken, wie die sich gegenseitig vollschleimen. Allerdings bei Cindy könnte es halbwegs interessant sein, wie sie nimmt. Der Eyeliner, für den ich mich entscheide, ist... Mark. Ja, okay, vergesst, das wird halbwegs interessant. Das war klar, dass sie Mark nimmt. Allerdings darf jetzt Sandrine nach vorne und die hat nicht mehr so viel Auswahl. Den Botsch. Yay! Und damit bleibt Adriano mal wieder übrig und bleibt da wie ein trauriger Welpe stehen. Und Sanne steht so auf. Den grab ich mir jetzt. Und dann hat sie sich den gegrabt und dann kommt schon die nächste Hiobs-Nachricht. Welches Couple hat für euch das geringste Potenzial und muss heute die Liebesinsel verlassen? Oh, schön nach einer Paarungszeremonie, wo manche Leute einfach übrig geblieben sind. Richtig schön. Allerdings, was richtig witzig ist, ist jetzt, dass die auf mich gehört haben und die Leute einzeln in der Strandhütte befragen, wer raus soll. Also, ich sehe das so, das ist unfair, Sandrine und Botsch nach Hause zu schicken und Adriano dazulassen. Oh, Leonie will den Best Buddy von Leon rauskicken. Vielleicht damit er nicht mehr mit Leon deep talken kann und dann sie mit Leon deep talken kann. Genialer Plan, Leonie. Die beiden machen am wenigsten Sinn. Tut mir leid, das geht nicht. Das geht nicht. Weil das ist irgendwie auch irgendwie doch meine große Liebe, weil du bist zwar auf Platz 2, auch ein starker zweiter Platz, aber ich brauche meinen Adriano hier. Adriano und Sanne haben die meisten Stimmen bekommen und müssen die Villa jetzt verlassen. Es stand übrigens 4-3, was übelst knapp war. Allerdings, naja, sie sind jetzt weg und Leon ist dann am Boden zerstört. Das Endergebnis ist super knapp. Mit 4-3 Stimmen haben Adriano und Sanne das Nachsehen. Und vielleicht bitte ich mir jetzt nur ein oder willst mir schönreden, aber ich habe da irgendwelche Vibes gerade schon gespürt. Ja doch, er ist jetzt einfach traurig, dass einfach seine große Liebe auch gehen muss. Naja, mach's nix, ne? Das war's dann tatsächlich auch schon wieder mit der Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken unten in die Kommentare. Ich könnte auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.